würde jetzt Ihnen vorstellen, den nächsten Herrn auf der Bühne, der eigentlich gar keiner Vorstellung bedarf, Jöran Muß-Mehrholz. Jöran Muß-Mehrholz ist einer der profiliertesten Köpfe der OER-Bewegung in Deutschland, wenn nicht gar der profilierteste. Jöran hat das White Paper oder die White Paper zu OER in der Schule geschrieben. Das sind quasi die Vorläufer und auch Vorbilder der beiden White Paper, die heute vorgestellt werden. Jöran hatte die inhaltliche Leitung der OER-Konferenz im letzten Jahr. Da habe ich auch sehr, sehr eng mit ihm gearbeitet. Jöran ist der Gründer vom OER-Barcamp. Jöran hat die Transferstelle für OER gegründet. Und Jöran hat einen Tumblr namens That's Not My Name, da sein Name sehr gerne falsch geschrieben wird und dass ich mich tatsächlich vor kurzem auch verewigen durfte, nachdem ich 1,5 Jahre mit ihm gearbeitet habe, habe ich kürzlich seinen Namen falsch geschrieben. Erstmals. Das würde eigentlich alles reichen, um ihn hier auf die Bühne zu holen, dass er hier einen Vortrag hält, aber er ist auch noch der koordinierende Autor von beiden White Papern, von den White Papern zu Hochschulbildung und Weiterbildung. Deswegen, Jöran, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und ich möchte dich jetzt gerne auf die Bühne bitten. Danke dir. Schnell umstellen. Ich bin zwar in der Zeit das Sprechen, funktioniert. Guten Abend meinerseits, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Man kommt dann immer nicht drüber über solche Messlatten, wenn die so hochgelegt werden. Okay. Soll ich einfach erzählen und du probierst oder willst du noch ein bisschen erzählen und ich probiere? Das ist sehr interessant. Ich erzähle, okay? Ja, ich werde das mal probieren. Jöran Muß-Mehrholz wurde jetzt vorgestellt, ist mit dem Tumblr-Blog. Der Tumblr-Blog hat, glaube ich, 2 Abonnenten bisher. Das ist mehr so eine kathartische Funktion einer für mich, dass ich den führe. Ich möchte einmal schon noch erwähnen, dass ich einer von insgesamt 2 Autoren-Teams bin, die diese White Paper geschrieben haben. Und davon sind auch bis auf 2 alle hier. Und die wissen das jetzt nicht, dass ich sie jetzt bitte einmal aufzustehen, damit sie nachher wissen, wen sie bei dem Getränk danach noch ansprechen sollten, wenn sie an den Themen interessiert sind. Für White Paper Weiterbildung sitzen Doris Hirschmann und Ingo Blees dahin in der Ecke. Jetzt müsst ihr aufstehen, bitte. Und Jan Neumann hat an beiden White Papers mitgearbeitet. Entschuldigung, Jan Neumann hat an Hochschule mitgearbeitet. Markus Daimann hat an beiden mitgearbeitet. Jetzt müsst ihr auch aufstehen. Und nachdem jetzt für mich alle geklatscht haben, eben bitte jetzt auch einmal für die 4 klatschen. Dazu gibt es noch die Hedwig Seipel, die heute Abend leider nicht hier sein kann, und unsere redaktionelle Mitarbeiterin, die Sonja, die auch nicht da ist. Aber falls Sie das jetzt im Livestream sehen, große Anerkennung und danke nochmal in diese Richtung. Danke auch an den Stifterverband und an die Bertelsmann Stiftung, die das Ganze überhaupt erst ermöglicht haben durch die materielle Unterfütterung dieses Vorhabens. Wir haben 2 White Paper geschrieben. Sie haben die jetzt wahrscheinlich alle auf dem Schoß liegen oder in Ihrem Rechner gespeichert. Und White Paper vorstellen in 20 Minuten ist das denkbar undankbarste Format, was ich mir vorstellen kann. Weil so ein White Paper hat ja nicht eine zentrale Aussage oder einen roten Faden oder sowas, sondern macht eben eine möglichst komplette Bestandsaufnahme von dem, was da ist, was an Rahmenbedingungen da ist, an Akteuren, an Projekten und am Lieblingswort von OER, an Potenzialen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, für die 20 Minuten, jetzt noch 18, nehme ich das Kapitel aus dem White Paper, aus beiden White Paper raus, das am untypischsten ist, wo wir nämlich nicht eine nüchterne Bestandsaufnahme gemacht haben, sondern spekuliert haben, was sind die möglichen Faktoren für die weitere Entwicklung von OER. Also was könnte passieren in der Zukunft und was hätte das für einen Einfluss auf OER? Was sind die Stellschrauben, die man drehen könnte, um OER als Thema an sich zu beschleunigen oder zu bremsen? Habe ich so einen Fernsteuerungs... Hat das eigentlich einen deutschen Namen oder sagt man nur Presenter? Fernsteuerungsding. Das ist also die Kristallkugel, in die wir da geblickt haben. Das soll eigentlich schon Auftakt für die Diskussionsrunde sein, die wir danach haben. Weil ich habe die Anmeldungen gesehen vorher und habe gesehen, Sie sind ja jetzt in den allerseltensten Fällen Anfänger mit dem Thema OER. Also ich werde Ihnen jetzt nicht die Grundlagen um die Ohren hauen, sondern tatsächlich sagen, was sind die weiteren Entwicklungen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Sehr spekulativ, begründet, aber tatsächlich auch teilweise kontrovers in unseren Redaktionskonferenzen. Und wir wollen das auch ausbauen, das nur mal so kurz vorweg, suchen immer noch Sponsoren für eine Veranstaltung, wo wir mal noch ein paar mehr Leute einladen wollen zu einem Art Delphi-Workshop, wo wir überlegen, wie geht es weiter, was beeinflusst die weitere Entwicklung.
Jetzt versuche ich Ihnen mal die 15 Punkte, die ich rausgenommen habe aus dem White Paper. Ich glaube, es sind insgesamt 40 gewesen. Ich habe die genommen, die für Weiterbildung und Hochschule einigermaßen zusammen zu diskutieren sind, in 15 Punkte in 15 Minuten vorzustellen. Wir fangen ganz banal an. Die fortschreitende Digitalisierung im Bildungsbereich ist etwas, was wir natürlich als selbstverständlich annehmen, aber natürlich auch nicht gottgegeben vom Himmel fällt, sondern ein Faktor ist, der ganz klar in Betracht gezogen werden muss. Mit digitalen Materialien auf digitalen Plattformen kann man wesentlich mehr machen. Je mehr digital gearbeitet wird im Bildungsbereich, desto interessanter ist das für OER. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben für den Bereich Hochschule und für den Bereich Weiterbildung jeweils gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt und wie folgenreich wäre es, wenn es eintritt. Wir gehen davon aus, dass es sehr sicher ist. Das mit dem Internet wird nicht wieder weggehen. Und dass es sehr folgenreich ist. Das ist die Folie zum Warmwerden mit dem System. Dann zweite Annahme, es gibt keine Reform des Urheberrechts. Was hätte das für Auswirkungen? Wenn wir also davon ausgehen, dass wir die Regelungen, die wir jetzt haben, fortsetzen, für den Hochschulbereich wissen Sie das vielleicht auch möglicherweise noch eine Verschärfung. Wir haben die Rechtsprechung, dass eine Einzelerfassung nach, was ist es, Paragraph 51a, zumutbar ist für die Hochschulen. Das wird gerade ausprobiert in einem Pilot in Oldenburg. Tatsächlich jede einzelne zur Verfügung gestellte Kopie an einen Kurs, an ein Seminar, an eine Vorlesung einzeln zu erfassen. Das wird die Hürden nicht gerade senken für die Verbreitung digitaler Materialien. Insofern sagen wir, wir gehen davon aus, es kommt keine Reform, weder für den Bereich Weiterbildung noch für den Bereich Hochschule und halten das für relativ folgenreich. Die Gegenthese wäre, es gibt eine große Reform des Urheberrechts. Zum Beispiel, wir haben es im Koalitionsvertrag stehen auf Bundesebene, allgemeine Wissenschaftsschranke oder eine Ausdehnung des Zitatsrechts, dass man das großzügig auslegt. Im Moment ist das ja das Gegenteil. Also in der Praxis wird es sehr großzügig gehandhabt. Wenn man de facto hinguckt, ist selten etwas gedeckt von dem, was auf Folien als Zitat angebracht wird, vom Zitatrecht. Dann würden wir sagen, das halten wir für sehr unwahrscheinlich. Für den Bereich Weiterbildung ganz unwahrscheinlich, für Hochschule vielleicht noch so ein Tick, weil da ist ja immerhin noch das im Koalitionsvertrag zu finden. Es wäre sehr folgenreich und jetzt, vielleicht haben Sie es gesehen, roter Pfeil. Roter Pfeil heißt sehr folgenreich im Sinne von bremsend. Wenn wir ein liberales Urheberrecht hätten für den Bildungsbereich, hätten wir weniger Notwendigkeit für OER. Das eine ist das, was auf dem Papier steht oder im Gesetzesblatt steht. Das andere ist, wie es verfolgt wird. Denn im Moment haben wir einen Status, den wir auch ein bisschen selbstverständlich hinnehmen, nämlich, dass es in der Regel keine großen Sanktionen gibt. Solange ich als Lehrender meine Materialien nicht gleich ganz offen ins World Wide Web stelle, sondern zum Beispiel nur über die bekannten Plattformen zugänglich mache, ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass ich irgendwelche Sanktionen fürchten muss, wenn ich mich nicht an die vielen Regeln halte, die gesetzlich oder durch die Rahmenvereinbarung vorgegeben sind. Das muss natürlich nicht immer so bleiben. Wir haben, denke ich, tatsächlich in Deutschland die Diskussion zu OER erst dadurch, dass man im Bereich Schule dieses, ich würde es mal vollkommen unwissenschaftlich, diesen Waffenstillstand zwischen Rechteverwertern und der Praxis aufgegeben hat mit dem Versuch des sogenannten Schultrojaners. Falls das mal passieren sollte, wäre das aus unserer Sicht ein großer Treiber für OER. Wir halten es, also ich will da nicht meine Autoren mit reinziehen, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist nicht gesagt, dass es für die Zukunft so bleibt. Wenn, wäre es der größte Treiber, den man sich für OER vorstellen kann. Andere Ebene, Kooperation zwischen den Bildungsbereichen, war etwas, was ich sehr stark in der Recherche für die White Paper gelernt habe. Es haben viele Experten in den Gesprächen, in den Interviews, die wir geführt haben, gesagt, das könnte ganz interessant sein. Eigentlich wird OER, sagte ein Gesprächspartner, erst da interessant, wo die Bildungsbereiche miteinander zu tun haben, wo man sagen kann, man hat etwas, was man im einen Bildungsbereich nutzt, was man auch im anderen Bildungsbereich nutzen kann, was dafür angepasst, verändert, weiterentwickelt werden muss, auch wo nicht nur persönliche Akteure zusammenarbeiten, also ein Lehrer und ein Hochschullehrer oder ähnliches, sondern auch Institutionen zusammenarbeiten. Da ist OER häufig sogar Ausgangspunkt im Moment. Wir haben ein paar Projekte für den Bereich Hochschule und Weiterbildung im Moment, die wir sehen, die in diesem Jahr erwartet werden. Das ist zum Beispiel von der FH Lübeck zusammen mit den Volkshochschulen in Bremen und Hamburg, die gemeinsam einen Online-Kurs starten, der von vornherein komplett als OER durchdacht ist. Wir haben die Hamburg Open Online University, wo OER natürlich ganz explizit ein Standbein sein soll und wo auch im Konzept explizit drinsteht. Das ist gedacht für, ich glaube, es heißt für die Brückenbereiche zwischen Schule, Hochschule, für Brücken zwischen Hochschule und Weiterbildung. Also auch da muss man sagen, das ist sehr interessant für die weitere Entwicklung. Ist jetzt nicht Nummer 1 unserer Wahrscheinlichkeitsliste, aber zeigt eindeutig nach oben und
beurteilen wir als sehr folgenreich. Nächste mögliche Entwicklung, Maßnahmen zur Qualitätskontrolle werden eingeführt. Wahrscheinlich Diskussionsthema Nummer 1 auf den meisten OER-Podien, die dieser Tage stattfinden. Für den Bereich Schule, für den Bereich Hochschule, für den Bereich Weiterbildung sehr unterschiedlich zu beurteilen. Wir haben jetzt gesagt, für den Bereich Weiterbildung, der ist zu diffus, da ist zu viel Verschiedenes, als dass man sagen würde, das ist irgendwas, wo man klare Aussagen treffen kann. Für den Bereich Hochschule wahrscheinlicher, für Schule würde er jetzt ganz deutlich nach oben zeigen. Das ist das, was sehr gewollt ist, auch politisch, Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, zur Qualitätssicherung. Jetzt kommt ein neues Symbol. Das heißt, Autoren waren sich nicht einig. Nein, das heißt aber auch, wir denken, dass man das auf so unterschiedliche Weisen machen kann, dass es sowohl sehr negative wie auch sehr positive Auswirkungen haben kann. Qualitätssicherung kann ganz unterschiedlich aufgezogen sein als ein zusätzliches Element, zum Beispiel kann man sich ein Gütezertifikat vielleicht vorstellen oder ein begrenztes Element. Etwas kommt gar nicht auf die Plattform, wenn es nicht gesichert ist. Man kann sich das vorstellen durch zentrale Organisationen, zentrale Instanzen, die Qualität prüfen, durch Peers, durch die Community. Man kann sich das auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Es gibt ein sehr schönes Interview in der Reihe, das ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, Qualitätssicherung mit Jan Ehlers und Jan Neumann, weißt du das aus dem Kopf? Ist, Ulf Ehlers ist noch nicht veröffentlicht, glaube ich. Das ist sehr schön. Er sagt irgendwie, wir reden die ganze Zeit über Qualitätssicherung, wir wissen überhaupt nicht, was Qualität ist. Qualität ist, was funktioniert. Und gucken Sie mal, wie Sie das von vornherein prüfen wollen, sagt er. Aber natürlich steht dahinter noch mehr. Man kann Qualität prüfen in redaktioneller Hinsicht, in fachlicher Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht. Man kann gucken auch auf die Qualität als OER, also wie gut ist das geeignet zur Wiederverwertung. Und deswegen kein eindeutiger Pfeil in dieser Folie. Einigung auf einen Metadatenstandard. Wir haben einen Bibliothekar oder den Mitarbeiter einer Bibliothekarsorganisation im Team gehabt. Dadurch haben wir viel darüber gelernt. Metadatenstandard und schnelle Etablierung, nicht so wahrscheinlich. Aber wenn er käme, sehr folgenreich. Stärkere finanzielle Anreize, sehr schöner Fehler, Anreize für Qualität in der Lehre. Das ist natürlich was, womit wir zumindest im Weiterbildungsbereich schon etwas mehr Erfahrung haben. Im Bereich Hochschule ist es zumindest denkbar, aber Sie sehen, wir beurteilen es nicht als sehr wahrscheinlich. Also die finanziellen Anreize für Mitarbeiter an Hochschulen sind doch ganz eindeutig im Moment nicht im Bereich der Lehre und dann erst recht nicht im Bereich der Materialentwicklung zu sehen. Denkbar ist es trotzdem, deswegen sagen wir, wenn es denkbar ist, wollen wir es auch mit aufschreiben und sagen, es wäre doch deutlich folgenreich, wenn man sagen würde, man hat einen direkten Anreiz, das zu machen. Leuchtturmprojekte, Wettbewerb ist auch was sicher im Moment sehr viel diskutiert wird, wo wir sagen würden, ja, für den Bereich Weiterbildung vielleicht in spezifischen Bereichen nochmal, aber insgesamt für den Bereich Weiterbildung, wenn Sie jetzt bei vielen Folien denken, kann man allgemein schlecht was feststellen, was für den ganzen Bereich Weiterbildung zutrifft. Für den Bereich Hochschule wäre ich relativ sicher, dass es kommt. Für den Bereich Hochschule auch eher folgenreich. Vor 2 Jahren hätte ich das, glaube ich, anders beurteilt. Ich bin sehr überrascht, dadurch, dass tatsächlich durch diesen MOOC-Wettbewerb ja mit relativ überschaubarem Mitteleinsatz so viel in Gang gekommen ist. Und deswegen würde ich sagen, da hat sich jetzt meine Meinung nochmal nach oben gewendet, dass ich sagen würde, okay, kann ich mir gut vorstellen, gerade für OER, was vielleicht auch kleiner gedacht wird als jetzt ein ganzes Kursprogramm oder ähnlich große Formate, kann ich mir vorstellen, dass dadurch was in Gang kommt. Showcase war ein Wort, was bei Dominic Orr eben auch schon vorkam, ist natürlich was, wo man sagen muss, im Moment hat man es sehr schwer, wenn man argumentiert und sagen muss, wo ist denn das Vorzeigeprojekt außer L3T im Hochschulbereich? Haben wir da nicht viele Hochschulprojekte und erst recht keine Weiterbildungsprojekte, wo man sagen kann, da haben wir doch was, da sieht man doch, dass es geht. Ich würde auch inzwischen sagen, man kann eigentlich auch erst nach längerer Zeit sehen, dass es geht. Das Potenzial von OER wird sich erst nach Jahren zeigen. Wenn wir sagen, das ist etwas, was wiederverwendbar, später weiterverwendbar, weitergehbar, weiterentwickelbar ist, dann ist es eben nichts, was schnell zu sehen ist, nachdem das da ist. Da ist es frei lizenziert, aber es ist noch nichts damit passiert. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht für den Bereich Weiterbildung, um überlegt, was wäre da so ein möglicher Showcase. Und haben gesagt, Material für Sprach- und Integrationskurse wäre ein Vorzeigeprojekt für Weiterbildung, wo man mal größer OER entwickeln könnte, wo man auch relativ gute Vorzeichen hat. Es wird auf jeden Fall sowieso öffentlich finanziert. Es wird sowieso nicht nach Marktmechanismen verteilt an die Lehrenden und die Teilnehmenden in diesen Kursen. Und es ist ein deutliches Defizit an Material im Moment da vorhanden. Wir halten es trotzdem nicht für wahrscheinlich.
Aber vielleicht nach der Veranstaltung dreht sich der Fall ein bisschen höher, wenn es jetzt ein oder zwei Leute interessiert, die es weiter sagen können. Wenn, hätte man eben ein Projekt, wo man sagen könnte, da kann man mal wunderbar sehen, wenn es klappt, wie das Ganze funktioniert. Um das Ganze noch mal ein bisschen größer aufzuziehen, die Fernuniversität in Hagen stellt alle Materialien als OER zur Verfügung. Wir halten das für nicht so ganz wahrscheinlich. Der Fall zeigt aber nicht ganz nach unten, weil das ist natürlich eine politische Frage. Also das ist jetzt nicht so, dass es irre kompliziert wäre, weil es 2000 Stakeholder gäbe. Es gibt eine Organisation, die es umzudrehen gäbe. Und man hätte es wahrscheinlich auch nicht leicht mit dieser Organisation. Aber natürlich wäre das das Projekt, wo man sagen kann, denkbar ist es und es wäre enorm folgenreich. Wenn man jetzt nach Großbritannien guckt, ich will jetzt nicht direkte Vergleiche ziehen, aber es ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass eine staatlich finanzierte Organisation, die ganz, ganz maßgeblich über Materialentwicklung ihre Arbeit definiert und ganz maßgeblich auch die Zielsetzung hat, eine breite Gruppe von Menschen zu erreichen mit ihrem Bildungsangebot, dann noch diese Hürde aus dem Weg räumt, dass die Materialien eben so, ich will so diplomatisch sein, ist immer so schwierig, dass sie diese Hürden noch niedriger legt. Wir haben die politische Forderung, öffentlich finanziert gleich offen lizenziert. Das ist natürlich etwas, was ganz schwer zu operationalisieren ist. Was heißt denn öffentlich finanziert? Ist das etwas, was aus öffentlichen Förderprojekten entstanden ist? Ist es etwas, was von Leuten, die an öffentlich bezahlten Einrichtungen arbeiten, entwickelt wird? Also insofern, ohne dass ich mich auf die Diskussion weiter einlassen will, haben wir mal gesagt, wir halten das für so mittelwahrscheinlich, Bereich Weiterbildung wieder nicht so ganz. Hochschule ist jetzt nicht auszuschließen, es steht zum Beispiel auch im Forderungspapier vom Bündnis Freie Bildung drin. Es gibt erste Politiker, die sich mal in diese Richtung äußern. Wenn man es vielleicht nicht gleich ganz fundamentalistisch angeht und sagt, alles, was ein Hochschullehrer jemals auf Papier gebracht hat, müsste er jetzt irgendwo unter freier Lizenz veröffentlichen. Aber man fängt zum Beispiel bei Forschungsprojekten an, bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten und sagt, was da rauskommt, muss nachher unter freier Lizenz stehen. Das ist schon denkbar und zum Beispiel im Bereich Schule ja auch in USA, Kanada schon deutlich mehr zu sehen, auch im Bereich Hochschule. Wäre super folgenreich. Es wäre noch eine Stufe weiter sogar zu denken, vielleicht nicht 2015, aber perspektivisch, dass man das auch in Förderbedingungen einbaut. Dass man sagt, zum Antrag, zur Skizze vorab gehört, dass ich recherchiere, was gibt es in diesem Bereich bereits, worauf ich aufbauen kann. Denn es ist jetzt nicht so, dass wir das kleinste Problem unserer Forschungs- und Entwicklungslandschaft wäre, dass man immer bei Null anfängt. In Deutschland wird eine neue OER-Bildungslizenz eingeführt. Wahrscheinlich traue ich mir nicht zu sagen. Wir haben es nochmal drin im Papier, das nicht Positionspapier heißen darf von KMK und BMBF. Wie heißt das jetzt? Bericht der Arbeitsgruppe? Arbeitspapier? Was ich auch in Gesprächen immer wieder gehört habe, ja, es ist so kompliziert mit diesen freien Lizenzen und so weiter. Ja, das ist es. Wir haben da lange drüber diskutiert. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Wir sind der Meinung, ein neuer Standard macht es noch komplizierter, hätte deutlich bremsende Wirkung für OER in Deutschland. Statt einer langen Erklärung zeige ich Ihnen diesen Cartoon. Also Situationen, nehmen Sie sich, weiß ich nicht, Handykabel, Ladekabel, es gibt 14 verschiedene Standards, 14, wie lächerlich, da brauchen wir einen einheitlichen Standard, das alle Anwendungsszenarien abdeckt, ja, genau das brauchen wir. Situationen davor, es gibt 14 Standards, danach es gibt 15 Standards, die miteinander konkurrieren. Das ist das, was ich auch tatsächlich erwarten würde, wenn wir noch eine neue Lizenz einführen, um OER in Deutschland zu befördern. Aufbau zentraler Plattformen, Dominik Ohr hat schon gesagt, da steht ein Papier drin, deswegen sage ich gar nicht viel, klar. Es gibt auch kleinere technische Funktionen, zum Beispiel das Learning Management Systeme, auch technisch eine Lizenzierung vorsehen. Wir haben es, glaube ich, in diversen neueren Versionen schon drin. Dadurch entsteht aber natürlich eine ganz andere Präsenz von OER, wenn sich diese Lizenzierungsfrage ständig stellt. Und wenn wir dann auch noch möglicherweise Schnittstellen zu OER-Plattformen oder Portalen haben, entsteht einfach die Hürde selbst für OER-Verwendung, für OER-Lizenzierung und sowas wird damit nochmal eine Latte niedriger gesetzt. Mittelfristig halten wir das für wahrscheinlich und langfristig für sehr folgenreich. Es ist ein Teil der Infrastruktur für OER. Es wird pädagogisch, Wandel zur Kultur des Teilens, Kooperation, Etablierung von Open Educational Resources, Practices. Sie sehen einen Pädagogen hier auf dem Podium. Ich halte mich jetzt mal zurück. Wir sagen, mittelwahrscheinlich. Ist vielleicht eher eine mittelfristige Entwicklung, dass sich da tatsächlich was ändert, dass man auch sagt, ich
bin bereit, als Lehrender auf das Material von Kollegen aufzubauen. Im Moment haben wir da auch, ich wollte nur eine Minute zu jeder was sagen, ich weiß, aber ein Satz. Wir haben ja eine paradoxe Situation. Also in dem Interview, ich weiß nicht in welchem, sagte, ich glaube in mehreren, kam immer der Spruch mit der Zahnbürste. Also man nutzt eher die Zahnbürste des Kollegen als seine Materialien. Das stimmt ja aber in der Praxis nicht. In den Folien sind ja ständig nicht nur Referenzen auf andere, sondern auch deutlich mehr Inhalte von anderen, als es auch das Zitatrecht abdecken würde. Zitatrecht würde heißen, ich setze mich damit inhaltlich auseinander. Das ist ja Quatsch. Ich zeige die Abbildung, ich zeige eine Tabelle von anderen, weil das einfach so funktioniert, Wissenschaft. Wäre folgenreich. Institutionelle Verankerung meint jetzt die Ebene der Bildungsinstitution, also zum Beispiel einer Hochschule oder eines, naja, vielleicht nicht einer Volkshochschule, aber eines Volkshochschulverbundes. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass es klare Ansprechpartner gibt, dass es Supportstrukturen gibt. Support ist sowieso was, das habe ich vorhin bei den Plattformen nicht erwähnt. Support sind wir uns einig, dass es sehr wichtig ist, wenn man so eine Plattform aufbaut, dass ganz wichtig ist, Support zu bieten. Auch bei den Metadaten, dass es ganz wichtig ist, Support zu bieten. Gerade hat für den Bereich Schule, hat der Vorstand von ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, gerade getwittert, glaube gestern, Metadaten, sehr gute Idee, aber das machen die Leute bei uns einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch eine unrealistische Erwartung von Menschen zu sagen, investier doch bitte noch mal mehr Energie für die Auffindbarkeit, für die Metadaten, für die korrekte Lizenzierung etc. Da braucht es Unterstützungssysteme. Ob die kommen, ist aus unserer Sicht fraglich. Sie sind aber sehr folgenreich, wenn man eben sowas hat wie ein OER-Ansprechpartner, ein Verbund. Jan Neumann hat das für das White Paper auch mal sehr schön skizziert, von den verschiedenen Beteiligten, zum Beispiel einer Hochschule, vom Medienzentrum, vom Justizial. Eigentlich müsste auch die Öffentlichkeitsarbeit noch rein, haben wir gesagt. Es würde schon mal für den ersten Schritt helfen, wenn die an einem Tisch einmal sitzen würden. Didaktiker, ganz wichtig. Verstärkte Forschung, keine Folien, ohne dass das nochmal draufsteht. Ist so mittelwahrscheinlich, für den Bereich Hochschule schon wahrscheinlicher, wäre natürlich sehr folgenreich. Das waren 20 Punkte. Jetzt würde ich mich auf die Diskussion gemeinsam freuen. Erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit, die 20 Folien im Schnelldurchlauf mitgemacht haben. So, ich würde kurz noch mal Ihnen die Gelegenheit bieten, falls Sie konkrete Rückfragen haben zu den Folien von dem Herrn Mus-Mehrholz, sie jetzt zu stellen. Ansonsten werden Sie natürlich in der Diskussion noch sehr viel Raum haben, um Ihre Fragen auch stellen zu können. Gibt es jetzt konkrete Rückfragen? Nein? Dann fangen wir mal mit dem Umbau an, würde ich sagen.